unserer Bergkirche, unserer Gesamtkirchgemeinde Seifen, auch aus unserer jüngsten Kirche hier im Gebiet der Auferstehungskirche in Deutsch-Einsiedel, wollen wir euch noch einen lieben Gruß zum Osterfest weitergeben. Diese Kirche 1904, 1905 erbaut nach Entwürfen von Woldemar Kandler und mit dem wunderschönen Bild versehen von Wilhelm Walter, dem Altarbild. Wir haben es eben schon in der Einspielung gesehen. Es zeigt den auferstandenen Christus. Übrigens das letzte Bild wahrscheinlich, das Wilhelm Walter, der berühmte Schöpfer des Dresdner Fürstenzuges, gemalt hat. Wir wollen betend hören auf Worte des Osterpsalms, Psalm 118. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ostern 2020, es wird uns wohl allen in Erinnerung bleiben, als das ganz stille Ostern, als ein Ostern in ganz besonderer Situation. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fehlen in den letzten Tagen und Wochen oft die Worte, die Situation zu beschreiben. Ich bin auch oft hin und her gerissen. Was soll man denn alles glauben von den Nachrichten, die auf uns einstürmen? Was ist wirklich gut? Was ist wirklich dran für unser Land? Was hilft, Menschenleben zu erhalten? Was hilft, das Leben lebenswert zu gestalten? Ich denke, dort gibt es bei vielen ganz viel Suchen und Fragen und Überlegen. Und manchmal hat man den Eindruck, man ist wie gelähmt in seiner
kleinen Welt, in der wir uns in diesen Tagen befinden. Und deshalb fiel mir es eigentlich auch ganz schwer, eine Osterandacht vorzubereiten für ein Video. Erst als ich dann gestern früh mit meinen Kindern unsere Bergkirche in Seifen, unsere kleine liturgische Osternacht aufgezeichnet hatte, merkte ich, ja, die alten Ostertexte und Lieder, sie berühren ja auch heute unser Herz. Und dann freute ich mich, als wir am Frühstückstisch die Zeitung, die Freie Presse, lasen. Und da stand unter anderem als ganze Seite das allerälteste unserer Osterlieder aufgeschrieben: Christ ist erstanden, von der Martha Alm. Und ich sagte zu meiner Frau, das ist wohl die wahrste Nachricht, die die Freie Presse je gedruckt hat. Ja, so bezeugen es Christen seit fast 2000 Jahren: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das haben damals die ersten Christen erleben dürfen, die ersten Jünger, die völlig enttäuscht nach Karfreitag zurückgeblieben waren, der, dem sie ihr Leben anvertraut hatten, Jesus Christus. Er war schmählich am Kreuz gestorben und war eingeschlossen in ein Grab. Aber dann am Ostermorgen, da finden tatsächlich die Frauen das leere Grab und hören die Botschaft des Engels: Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und dann begegnet ihnen Christus selbst, und dann begegnet er seinen Jüngern, und einer nach dem anderen wird in seinem Zweifel überwunden und beginnt zu glauben und beginnt zu bezeugen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und das setzt die Jünger in Bewegung. Sie setzen ihr Leben dafür ein, dass diese Botschaft alle Welt erfährt. Und keine Verfolgung, keine Nachteile können sie hindern, diese Botschaft in die Welt zu bringen. Unser ältestes Osterlied, Christ ist erstanden von der Martha alle, das bringt diese Botschaft in kurze, einprägsame Worte. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, so wird darin gesungen. Ja, Christus lebt, er lebt bis heute. Und wir Christen vertrauen fest darauf. Es stimmt, was er sagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Christus sagt uns zu: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was auch geschieht in dieser Welt, die Geschichte läuft auf ihn zu. Am Ende aller Zeit steht er und kein anderer. Und alle Jahre, die wir in dieser Welt beginnen, die stehen letztlich unter seiner Herrschaft. Auch das Jahr 2020. Die zweite Strophe des Liedes führt uns den Gedanken vor Augen: Wäre er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. Ja, das überlegt Paulus in seinem ersten Korintherbrief, berühmten Auferstehungskapitel, das Kapitel 15, wo wir lesen: Wäre Christus nicht auferstanden, so wären wir die Elendsten unter allen Menschen. Ja, dann müssten wir unter dem Motto leben: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber sofort bezeugt er: Aber ist Christus auferstanden und der Erste geworden unter denen, die da schlafen. Ja, und deshalb der Jubel in der dritten Strophe des Osterliedes: Halleluja, Halleluja, des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Ja, dieses Lied, wie oft mag es angestimmt worden sein, in
den unterschiedlichsten Zeiten. Damals schon im 30-jährigen Krieg, in Not- und Pestzeiten, in Zeiten auch des Zweiten Weltkrieges und in der Zeit danach. Wie wird es oft gehört worden sein, auch in dieser Kirche, vor diesem wunderschönen Auferstehungsbild von Wilhelm Walter. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Die Niederländerin, Widerstandskämpferin der Zeit des Dritten Reiches, Corrie ten Boom, fasst diese Gewissheit, dass Christus unser Trost ist, in die Worte: Wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. So lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn auferweckt hast von den Toten. Wir danken dir für die große Osterfreude, mit der du diese Welt erfüllst. Auch in diesem Jahr 2020. Wir danken dir für alle Zeichen dieser Freude, die weitergegeben werden konnten in diesen Tagen. Für alle Musik, die wir gehört haben, für alle schönen Bilder, die wir sehen konnten. Ja, wir bitten dich, hilf, dass diese Freude uns begleitet und hilf, dass diese Zeit der Beschränkung, der Krise bald ein Ende finden möge. Wir bitten dich auch heute für alle Kranken, für die, die an diesem besonderen Virus leiden, und wir bitten dich aber auch für alle, die an Krebs oder an Herzkrankheiten oder an Depressionen, an tiefer Traurigkeit leiden. Baue sie auf, schenke ihnen Hilfe und Heilung. Schenke, dass deine Kirche auch in diesen Zeiten viele Möglichkeiten findet, deine Botschaft unter das Volk zu bringen. Wir bitten dich besonders auch für alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind, dich auch für unseren neuen Landesbischof, segne du ihn in seinem Amt. Ja, halte du schützend und segnend deine Hände über unsere Dörfer und Städte. Geh du mit uns hinein in jeden neuen Tag. Und so beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.